Guten Morgen aus Berlin-Brandenburg. Wir senden live vom Hotel Van der Valk, vom Park Familie des Eken Balls. Und was seht ihr im heutigen Video? Ihr seht erstmal, wie wir unser Auto beklebt haben, nach allen Regeln, wie Uwe Krüger sie vorgegeben hat. Und dann seht ihr noch ganz viele unterschiedliche, verschiedene E-Autos, die hier sind. Also es sind 70 Autos da, keins wie das andere, alle sehr individuell. Und vor allen Dingen seht ihr ein Auto, das ist eine absolute Weltneuheit, das habt ihr noch nicht gesehen. Und das zeigen wir euch auch im heutigen Video. Ja, und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Beklebung des Autos, wie bei Uwe soll es sein. Vorne einen drauf, Startnummer an der Seite, Eken, Bowl und Sponsoren an der Seite. Dann haben wir dann den Namen in der Scheibe. Hinten kommt nochmal Startnummer in die Scheibe. Dann kommt hier drunter nochmal der Sponsor. Und dasselbe haben wir auch nochmal auf der anderen Seite. Startnummer, Eken, Bowl, Sponsoren. Und die Namen. Und so macht die Anne das jetzt auch bei unserem Auto. Genauso wird es jetzt verklebt. So, Anne, auf geht's. Jetzt haben wir gerade Besuch. Ist nicht so einfach mit den Aufklebern. Jetzt haben wir gerade Besuch gehabt von Georg von Anacap. Das ist auch einer der Sponsoren. Der hat uns freundlicherweise hier diese Sprühflasche geliehen mit einem Schuss Seife drin. Ja, der Vorteil ist, man kann die Aufkleber platzieren und sie dann noch verändern. Also wenn sie jetzt schief sind, kann man sie noch ein bisschen gerade rücken und so. Und dann drückt man mit diesem, wie hat er das genannt? Ding. Das Wasser raus und dann hält das. Und dann halten die Aufkleber auch bei der Fahrt. Weil wenn wir mit 200 über die Autobahn brettern, dann sind nachher nur noch Fetzen übrig. Geht natürlich nicht, aber so, ich würde mal sagen, wir machen weiter. So, das war der erste Versuch. Schon kaputt. Tja. Mit 200 aber über die Autobahn brettern. Wir? Ist klar. Aber wir haben zumindest zwei Aufkleber bekommen, im Gegensatz zu ihm. Er hat nur einen Aufkleber bekommen. Das ist übrigens eine Weltneuheit. Können wir euch nachher nochmal zeigen. Siehst du, hallo? Können wir mal weitermachen? Ja, weißt du. So ist gut so. Guck mal hier. Bitte. Einfach mal auf weiter. Hier. Dann mache ich jetzt. Die 41, ne? Ja, geh doch zu den anderen. Geh doch zur Konkurrenz. Mal sehen. Hier. Ich mache doch jetzt einfach weiter hier. Hier haben wir jetzt ein Modell, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennen werdet. Und über das wird euch jetzt Stefan ein wenig mehr erzählen. Stefan, magst du dich vielleicht kurz vorstellen und dann das Auto, was wir hier haben? Ich bin Stefan Kneip von der Elaris, bin der Geschäftsführer, gerade frisch angefangen. Und ja, was wir jetzt hier haben, ist tatsächlich ein brandneues Fahrzeug. Wir sind Generalimporteur und Entwicklungspartner von der Firma Skywell. Und wir werden halt diese tollen Fahrzeuge hier in den deutschen Markt halt bringen. Wir haben unser SUV hier mitgebracht, das ist der Beo. Klasse Fahrzeug, wie ich finde, hat genau die richtige Größe, nämlich wir haben genügend Platz da hinten drin, da gucken wir gleich nochmal rein für die kleine Familie, da passen zwei Kinder rein, da passt hinten noch ein Hund mit rein, Kinderwagen, alles was du so brauchst. Wir haben tolle Technologien da drin, wir haben ein Laserlicht vorne dran, wir haben ein riesengroßes Panoramadach, sehr, sehr geil eigentlich. Wir haben eine volle Lederausstattung drin, komm einfach mal mit. Wir haben alles voll Leder und der Wagen, der kommt immer so. Das ist alles das, was wir grundsätzlich in unseren Fahrzeugen halt drin haben. Worauf wir geachtet haben, ist, dass wir immer eine gute Qualität vom Start an halt mit dabei haben. Also solche Sachen wie zum Beispiel, da lege ich unheimlich Wert drauf, dass du halt ein geschäumtes Cockpit hast. Das heißt, das Armaturenbrett oben ist von uns weich. Wir haben wirklich gute und angenehme Materialien drin. Wir haben tolles Leder drin, wenn ich da einfach mal drauf drehe, das ist immer das, was ich zuerst mache, wenn ich in ein neues Fahrzeug gehe. Wenn du hier drauf habst, dann ist das kein Plastik. Das ist wirklich richtig, das ist festes Material. Wir haben hier gutes, geschäumtes Material drin. Und das sind einfach Themen, wo wir gesagt haben, wenn wir ein Fahrzeug in den Markt reinbringen, dann muss das gut sein. Und ja, das ist das, was wir mit dem Beo machen.
eines unserer Fahrzeuge. Wir haben noch zwei weitere. Es wird den noch in einer größeren Version geben. Das haben wir jetzt auch in der letzten Woche schon diskutiert. Da wird es eine Sportversion geben. Wir werden auch eine Ultrasportversion im nächsten Jahr bekommen. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, die jetzt mit dem Beo und mit Elaris passieren werden. Kannst du kurz noch was zu den Leistungsdaten sagen? Ja, wir haben jetzt 72 kW Batterie drin, 460 Kilometer Reichweite. Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt auf dem ganzen Rennen, wie weit wir damit tatsächlich kommen. Aber das ist so ein bisschen so das, was wir rausgefunden haben. Ja. Höchstgeschwindigkeit, wie bei vielen Fahrzeugen, 150, 160 ist unsere Höchstgeschwindigkeit. Schnell laden können wir mit 100 kW. Auch eine schöne Sache. Das reicht dann für uns erstmal aus, dass wir mal bis zum nächsten Tankstopp kommen und dann Ladestopp kommen. Genau. Achso, guck mal hinten noch mal rein. Ja, das machen wir. Also, da hast du wirklich unheimlich viel Platz. Also, pass auf, ich setze mich einfach mal rein. Ja, mach mal bitte. Ich bin jetzt hier wirklich, ich bin so ein bisschen so ein Sitzzwerg, aber habe unheimlich lange Beine. Und das ist so ein Fahrzeug, wo ich sage, Mensch, hey, was willst du da haben? Ne? Ja, da passt du, das da, rein, da, ja. Da passt du wirklich gut rein. Also, ja. Da ist wirklich unheimlich viel Platz drin. Ja. Ist auch schön zu sitzen, also auch von den Formen her. Wir haben diesen Kofferraum drin. Ach, da. Und halt auch überall mit diesen Goodies hier mit Ablagefächern. Oh ja. Die Warmpuck hier und vom Cannonball natürlich. Ja. Ja, das Dash hier mit dabei. Also, ja, definitiv. Ja, was muss ich denn jetzt machen, wenn ich so ein Auto haben will? Ja, da musst du zum einen unser Servicepartner gehen, zum Beispiel zum Euromaster, zu unseren Händlern, die wir jetzt gerade aufbauen. Das ist das Händlernetz, was wir gerade aufsetzen. Der Euromaster wird den Vertrieb machen bei uns. Der Euromaster wird auch die Fahrzeuge zur Probefahrt halt anbieten. Ja, das heißt, wenn du ein Fahrzeug fahren willst, gehst du zum Euromaster hin. Der kommt übrigens morgen dann tatsächlich auch mit einer München runter. Und ja, und dann hoffen wir, dass wir zum Ende dieses Jahres den Markt tatsächlich hier rocken werden. Hattest du schon was über den Preis gesagt? Habe ich über den Preis schon was gesagt? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Also, das Fahrzeug geht für 49.000 Euro ohne die Prämien. Wenn du die Prämie jetzt mit abziehst, ja, bist du natürlich entsprechend Anfang in den 40ern drin, also 41.000, 42.000 Euro. Mhm. Aber der kommt immer voll ausgestattet. Das ist halt der Punkt. Also, den gibt es nicht mit weniger. Den kann man nicht mit ohne Leder bestellen oder ohne Panoramadach. Der kommt genauso, wie er ist. Der hat immer das Laserlicht drin. Der hat immer die Liegesitze drin, diese Relax-Sitze. Also, so wie er ist. Ja. Perfekt. Ja, sehr spannend. Wie ist denn so Lieferzeit? Was kannst du darüber sagen? Lieferzeit? Wenn ich jetzt bestelle? Also wir haben gerade tatsächlich gestern 50 Fahrzeuge übergeben bekommen. Die brauchen in der Regel dann immer so 2 Monate, dass sie mit dem Schiff halt bei uns ankommen. Wir lassen nach Deutschland liefern, was uns sehr, sehr wichtig ist. In Deutschland machen wir die Modifikation und dann werden die an die Händler rausgegeben. Also wir sind da tatsächlich bei Lieferzeiten, je nachdem, wie vorrätig die Fahrzeuge bei den Händlern sind, von 4 Monaten, teilweise halt 2 Monate, wenn die Fahrzeuge da sind. Und wie sieht es mit Service aus? Da fragen ja auch viele immer, wo kann ich den Service machen lassen mit dem Auto? Was ist, wenn mal was ist? Ja, übrigens wichtiger Punkt tatsächlich. Ja. Wir haben uns am Anfang Gedanken gemacht, als wir Elaris gegründet haben, wie machen wir das mit dem Service? Weil Service ist wichtig, Service brauchen wir nicht nur hier in Deutschland, sondern das brauchst du immer mal wieder, musst du irgendwo mal einen Ansprechpartner halt auch haben. Und da sind wir eine Partnerschaft mit der Euromaster eingegangen, also Tochter der Michelin-Gruppe. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir die gewonnen haben und dass wir gemeinsam hier mit dem Euromaster hier das ganze Servicenetz halt für die Elaris-Fahrzeuge haben. Ja, perfekt, sehr schön. Ja. Gut, also ich mache wieder zu. Knopfdruck und schon geht er wieder zu. Hier sehen wir nochmal das Logo hinten, Skywell. Das ist der Elaris von Skywell? Genau, also Skywell so als deutsche Marke und Skywell als Hersteller, von dem wir die Fahrzeuge haben. Prima. Genau, ja, das ist es. Stefan, ich danke dir für die Infos und viel Erfolg beim E-Cannonball. Ja. Wenn wir Erfolg, wenn wir haben, Erfolg, wenn wir brauchen, Glück, wenn wir ein bisschen brauchen. Wie gesagt, was uns halt auch wichtig ist, wir wollen das Fahrzeug halt auch nutzen dafür, um einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung halt für uns zu sammeln. Was können wir noch besser machen? Was können wir den Leuten bei Skyway auch mitgeben? Wo müsst ihr noch besser werden? Das Schöne ist, diese Kombination zwischen Generalimporteur und Entwicklungspartner. Wir sind sehr, sehr eng mit Skyway dabei.
immer neue Themen halt aufzutun und Probleme, die wir sehen, die wir, wo wir sagen, Mensch, pass auf, das geht für den deutschen und europäischen Markt nicht, die mit denen halt zu reparieren. So. Und das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, wo wir sagen, Mensch, hey, Skywell Entwicklungspartnerschaft, das ist das, wie es funktioniert. So sollte man es eigentlich machen. Prima. Gut. Also. Ja, danke für den Einblick. Skywell. Und hier dachte ich so, naja, wenn selbst das dann hier gebaut normal ist. Und dachte ich so, hier was? Eine Fotografin, hallo. Naja, nicht ganz. Guck mal den Vorjahresieger an. Alte Mustang und eine neue. So, jetzt sag mal was zu deinem Auto. Hallo, junge Dame. Sag mal was zu deinem Auto. Haben Sie Interesse an dem Wagen? Haben Sie Interesse? Schick, ganz abseits hier. Audi, e-tron, GT, Quattro. Aber damit wirst du ja wahrscheinlich Probleme haben, dich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Nein. Der hat ja Schildererkennung. Ja, und wer aufmerksam fährt, dann der passiert auch nichts. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann sind wir mal gespannt, wo du landest. Ja. Wir wollen ja effizient fahren, ne? Ja, genau. Wir wollen ja effizient fahren und nicht rasen. Genau. Nicht rasen lernen vom Hasen. Sag mal ja bitte Hude, ne? Genau, von Nordlicht zu Nordlicht. Aus der Ecke komme ich ja auch her. Sehr gut, sehr gut. Was? Wer hat es unten? Ja, das Auto ist ja das Team Sinclair, das ist hier Georg. Team Sinclair. Obwohl, heute fahren wir mit dem Polestar. Ja, da drüben wird gedreht. Das ist noch. Achso, ja, okay. Das wäre mal jetzt so eine Punkte. So, ihr seid mal. Ja, und alles in Ordnung? Hast du schon Strafpunkte verteilt? Ja. Oh Gott. Oh oh. Es ist bitter. Echt? Ach Mensch. Es ist mir schwer gefallen. Ich habe aber niedrige einstellige Ziffern vergeben. Das geht, bis jetzt haben wir noch alle hingekriegt. Wird sich wahrscheinlich morgen ändern. Da bin ich von überzeugt. Na denn? Da kommt was zusammen. Da braut sich was zusammen. Oh ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Spannend, spannend, spannend. Hallo. Hier alle an. Auto fertig. So, Auto fertig beklebt. Auto ist fertig beklebt. So, wie sieht's denn aus hier? Passt alles? Ah ja. Ja, das passt schon. Okay, okay. Meine Jacke auch. Mit Stromquelle dabei. Genau. Bisschen provisorisch das Ganze. Ja, aber Provisorien sind immer das Beste, weil die halten am längsten. Ja, jetzt habt ihr ein paar Impressionen vom Parc Fermier hier heute bekommen.
Und wir werden uns jetzt langsam mal darauf vorbereiten. Der Marshall kommt gleich und wird unser Auto abnehmen, dass wir bloß keine Strafpunkte bekommen, weil wir wollen ja hier die wenigsten Punkte morgen haben. Stichwort morgen. Wir starten um 6.55 Uhr und werden uns dann im Laufe des Tages mal live bei euch melden, aus dem Auto raus, kurz vor unserem ersten Ladestopp, denke ich, um dann schon mal mitzuteilen, wie es eigentlich weitergeht, weil ich denke, wir kriegen noch eine Sonderaufgabe, die werden wir morgens vor dem Start ins Auto gereicht bekommen. Und dann wollen wir mal sehen, was wir noch machen müssen, weil ich denke, wir werden nicht nur nach Bayreuth fahren, wo wir dieses lustige Foto machen werden, sondern ich denke, wir werden noch irgendeine andere Aufgabe bekommen. Und wir werden euch live darüber informieren, kurz bevor wir zum Ladestopp kommen, was wir alles machen müssen, wo wir laden. Und dann wollen wir mal schauen, wie es morgen läuft. Apropos lustiges Foto? Ja. Community? Wenn ich auf dem Foto bin, ist immer lustig? Nein. Nein, okay. Foto-Wettbewerb. Ja, das machen wir morgen. Live erzählen wir euch, wo ihr für uns abstimmen könnt, für das lustige Foto, was wir machen. Und ja, das aber morgen. Vorsicht, Anne, nicht, dass du hier in unsere Gerätschaften trittst. Ja, das erfahrt ihr alles, wenn wir morgen live gehen. Ich schätze, es wird so gegen, naja, jetzt mal so geschätzt 10, 11 Uhr irgendwie um den Zeitraum rum, werden wir mal live kommen. Und dann erfahrt ihr mehr, was Sache ist, weil wir wissen jetzt auch noch nicht mehr. Ja, und in diesem Sinne, Marshall kommt gleich. Danach wird hier der Park für mich irgendwann geschlossen um 16 Uhr. Dann geht es zur Abendveranstaltung. 17 Uhr, genau. 16 Uhr ist live. 16 Uhr ist live, aber das seht ihr ja eh erst, wenn das Video. Naja, egal. Was? Gucken wir dann mal. Also nochmal. Weißt du doch gar nicht. Ja, genau. 16 Uhr schon oben. Ja, das schaffst du. 16 Uhr dann live vom eCannonball hier aus dem Park für mich auf dem Kanal eCannonball. Freitag. Heute, am heutigen Freitag. Wenn ihr genau das Video später guckt, dann ist das wahrscheinlich schon vorbei. Aber ja, könnt ihr euch das ja vielleicht nochmal angucken. Wir müssen gucken, wie lange es dauert mit dem Schneiden. Aber ja, eigentlich soll es nicht so lange dauern. Ja, und ich will jetzt gar nicht mehr lange reden, weil wir müssen uns auf den Marshall vorbereiten. Und wir sehen uns morgen live 10, 11 Uhr rum. Schaut mal rein. Ihr kriegt eine Benachrichtigung. Abonnieren, Glocke drücken. Dann kriegt ihr sofort mit, wenn wir morgen live sind. Und dann wisst ihr auch, was morgen Sache ist. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Drückt uns die Daumen.